Wo ist eigentlich die Klappe? Hallo! Hallo! Ich bin Emanuelle. Und ich bin Niki. Und wir sind die Make-up-Mutanten. Heute reden wir mit euch über Haarseife. Wie ihr wisst... Die riecht so gut. Die riecht wirklich gut, glaube ich. Habe ich gehört. Also, wir haben ja vor längerer Zeit mal angefangen, Haarseifen zu verwenden statt Shampoo. Weil wir beschlossen haben, irgendwie Müll zu reduzieren. Es ist einfach zu viel Müll. Also jede Shampooflasche, die man kauft, ist so 200 Milliliter. Wie lange hat man an so einer Shampooflasche? Monat oder keine Ahnung. Und danach ist es Müll. Das heißt, es verursacht, also es muss hergestellt werden, es verursacht dann wieder irgendwie Kosten, es abzutransportieren, zu verbrennen, und man könnte mit dem Ausgangsmaterial vielleicht was Sinnvolleres anstellen, als eine Shampooflasche daraus herzustellen. Ja, zumal, also ich weiß nicht, also es ist relativ einfach, an der Stelle Plastik und Müll zu sparen. Mhm. Von daher tun wir das natürlich gerne. Genau. Also wir sind jetzt nicht irgendwie wahnsinnig öko und no waste. Ich weiß nicht was, aber wir versuchen halt das. Low waste ist schon eine Challenge, und von daher denke so einer von diesen Aspekten, wo ich dann denke, naja gut, es müsste doch mit weniger gehen. Genauso mit unserem Stromverbrauch zum Beispiel, dass man da auch guckt, okay. Also es geht einfach in erster Linie darum, an Stellen, wo es wirklich nicht notwendig ist und wenig Mehrwert hat, wo es wirklich einfach ist, Sachen einzusparen, ohne dass wir uns jetzt groß einschränken müssen. Also ich werde jetzt nicht anfangen, mich im Fluss zu waschen. Also es ist... Wenn du es machst, mache ich ein Foto oder ein Video. Ja, also ihr versteht, was ich meine. Wir sind jetzt nicht irgendwie total exzessiv auf den Trip, aber wir geben uns Mühe, an Stellen, wo es einfach ist, wo es leicht ist, einfach umzudenken und einfacher. Ja, und mal schauen, wie es dann weitergeht. Wie es funktioniert. Genau. Wie es funktioniert, wie es weitergeht und vor allen Dingen, wieso diese ganzen Produkte wirken, ob sie funktionieren. Ob wir tatsächlich auch den gleichen Effekt damit erreichen können und euch vielleicht einen Denkanstoß oder eine Entscheidungshilfe zu geben, wenn ihr auch über sowas nachdenkt, wenn ihr auch Lust habt, nachhaltiger zu leben, etwas müllfreundlicher zu leben, dann versuchen wir euch dabei zu helfen. Genau. Mehr eigentlich nicht. Also wir wollen euch jetzt nicht bekehren, wir wollen euch nicht belehren, wir wollen einfach nur erzählen, was wir jetzt gerade tun. Ja, also falls ihr selber Haarseife verwendet und mal wissen wollt, was andere darüber denken, oder falls ihr noch nie Haarseife probiert habt und es gerne würdet. Oder wenn ihr halt denkt, oh, Seife in den Haaren, da kriegt man doch Dreadlocks von, oder ist ja verfilzt doch, oder total ist fies. Eklig. Unsere Erfahrung damit aus unserer nicht, wie soll ich sagen, nicht wissenschaftlichen, nicht super Öko-Sicht, einfach so. Wie sind wir da? Wie kommen wir damit? Genau, so genug gelabert. Ja. Dann fangen wir einfach mal an mit dem, was wir beide haben gerade. Das ist die von Spike. Spike Haarseife, reine Pflanzenölseife. Das ist jetzt. Also bei mir ist sie leider schon angeschäumt. Ja, genau. Ich habe das Papier behalten. Ich habe das Papier auch behalten. Ich finde sie okay. Ich habe sie jetzt noch nicht so lange im Gebrauch, aber ich finde sie in Ordnung. Ich benutze sie irrsinnig gerne. Das ist die, wegen der ich angefangen habe, Essig als Spülung zu benutzen. Okay. Das steht nämlich auf dem Papier drauf. Ich habe das Papier gar nicht gelesen. Stumpfes Haar sauer, also mit einem Esslöffel Essig auf 800 Milliliter Wasser, also wirklich relativ wenig, nachspülen. Das funktioniert wirklich sehr gut, also um die Seifenreste aus den Haaren rauszukriegen. Mein einziges Manko mit der und mit allen anderen ist, ich habe ja gefärbte Haare, ich habe jetzt ziemlich intensiv gefärbte Haare. Das und es zieht die Farbe extrem raus. Also ich muss öfter nachfärben, wenn ich die benutze, was dann natürlich wieder
den ökologischen Gedanken ziemlich zunichte macht, weil ich dann die Tuben mit der Farbe habe. Das ist ein bisschen... Ja, also die logische Konsequenz wäre wahrscheinlich, das mit der Farbe zu lassen. Aber ja, oder beim Friseur zu färben, weil die ja meistens größere Flaschen bzw. Metalltuben haben. Ja. Aber das ist für mich ein bisschen der Nachteil. Also die besonders finde ich richtig gut. Mit der habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen. Meine Haare sind richtig glänzend. Also ich weiß nicht, so. Ich habe sie jetzt blöderweise zusammengebunden, aber jetzt seht ihr es ja. Meine Haare sehen richtig gut aus, sind super weich, benehmen sich also perfekt. Das habe ich mit der und das habe ich mit der von Alverde, von der ich leider die Verpackung nicht da habe. Die ist jetzt gerade in dem falschen Beutel, weil ich sie in diesem Foamy-Nylon-Beutel verwendet habe, weil ich den zum Aufschäumen sehr praktisch finde. Also die von Alverde, die Zitronen-Orange mit Melisse oder so. Gefällt mir auch sehr gut, macht auch so einen sehr, sehr seidigen Effekt, wenn man mit so einem säurehaltigen Produkt nachspült. Mm. Ich brauche wenig Spülungen oder sowas danach. Ich benutze ab und an eine Haarkur, also so solche Geschichten, also so eine Masken, also Haarmasken benutze ich danach ziemlich gerne, aber normale Spülung brauche ich eigentlich kaum noch. Und ich finde das Zeug super. Und wie gesagt, das einzige Problem ist wirklich, ich weiß nicht, ob ihr auf Instagram die Fotos gesehen habt, wie das Zeug vor 2 Wochen ausschaute. Ja, meine Haare werden blasser dadurch und zwar ziemlich schnell. So. Zur Anwendung. Also nein, wir zeigen jetzt erstmal so ein paar Produkte. Also das hier ist dieses von Speich. Dann mein persönlicher Liebling ist die von Lush, die jetzt hier, also eine von denen, das ist die pinke, die jetzt hier gerade nicht rausgeht. Toll. Be Cruelty Free steht hinten drauf. Das ist so gepresst aus kleinen Kügelchen. Die mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde, die ist gut. Das ist die du auch dabei hattest, als wir Benny machen. Ja, genau. Also ich mag sie. Sie ist angenehm, schäumt auch gut und macht das Haar auch sauber. Mhm. Ich ertrage den Geruch nicht. Also mein Problem mit den Lush-Produkten ist wirklich ausschließlich der Geruch. Den finde ich furchtbar. Ich weiß nicht, nach was riecht sie? Seife. Also diesen sehr seifigen Geruch. Das finde ich völlig normal. Ja, aber so intensiv, also ich... Okay. So, dann hätte ich noch, genau, also dann hatten wir noch die Seife von Foamy, wovon es nur noch diese Packung gibt und den Beutel. Und den Beutel, der so... Ja. So, was mich an Foamy gestört hat, war, ich habe es tatsächlich nur in diesem Beutel vernünftig aufgeschäumt bekommen. Bei den beiden hier ist es so, ich mache mir die Hände nass und reibt dann so lange die Seife auf der Handfläche, bis ich genug Schaum habe und gehe dann in die Haare rein, um das dann aufzuschneiden. Das reicht bei mir halt nicht. Ja. Also ich habe halt sehr lange Haare und damit, so, das reicht bei mir einfach nicht. Was, ich brauche immer eine Hilfe. Was Pinsel geht auch übrigens super. Mich total nervt, Rasierpinsel geht übrigens geil. Total nervt ist, wenn ich irgendwie die Seife nehmen muss und sie über die Haare reiben. Damit... Nee, ich glaube, das ist, na, also das steht auf manchen, ich glaube auf der Foamy-Schachtel steht es irgendwo drauf, man soll das dann über die Haare reiben. Keine Ahnung. Also ich meine, dann kann ich mir die Haare auch gleich abschneiden. Im Ernst. Weil damit macht man sich die Schäfte, die Haarschäfte, die ja eh schon relativ trocken also sind, total, total kaputt. Also wie gesagt, aufschäumen, Haare waschen. Und zum Aufschäumen brauche ich tatsächlich Hilfe. Das, da bekomme ich ohne so einen Nylonbeutel oder ohne einen Schminkpinsel. Also ich habe das ein paar Mal mit so Schmink... Nee, doch nicht. Also hier steht unter fließendem Wasser mit den Händen, zwischen den Händen aktivieren, genau. Also es, bei mir funktioniert es nicht, wenn ich es nur in den Händen mache. Ich brauche immer irgendein mechanisches Hilfsmittel dazu. Deswegen benutze ich diesen Foamy-Beutel sehr gerne. Aber ich möchte kein Produkt kaufen, wo jedes Mal so ein Nylonbeutel dabei ist. Wenn dann ist es halt Quatsch. Ich meine, so eine Papierverpackung finde ich okay. Also wenn es das, wenn man da auswählen könnte mit und ohne, dann würde ich es tatsächlich nachkaufen. Ich fand die Seife an sich gut. Ich kam mit der gut klar. Nur mich stört einfach, dass die den Effekt, diesen Müllvermeidungseffekt, diesen Mikroplastikvermeidungseffekt eigentlich wieder zunichte macht, indem sie diesen Beutel hier jetzt mal dabei hat. Ja, vor allen Dingen, ich habe den Beutel total scheiße gefunden, habe ihn dann weggelassen. Also okay, ich komme mit dem gut klar. Von daher ist es halt Blödsinn, dann sollen sie den Beutel halt extra verkaufen. Die Lush-Seife kommt übrigens, ich habe die jetzt nur in diesem Transportbehälter. Normalerweise kriegt man die lose in einem Papierbeutel oder man kriegt sie wahrscheinlich auch ohne Papierbeutel, wenn man so hingeht. Aber dann hat man halt nicht die Inhaltsstoffe dabei.
Also das ist für mich halt keine Option, weil ich in den Laden nicht rein kann. Das, der Geruch macht mich... Ich riech nichts. Es ist toll, ich kann zu Lush einkaufen gehen. Und dann halten einem die Verkäuferin immer die Sachen unter die Nase. Ja, haben sie schon dran gerochen? Und dann sagt man so, ja, aber es riecht nach nichts. Da hast du ein Glück. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. So, dann haben wir hier noch, die haben wir jetzt noch nicht ausprobiert, von Wolkenseifen drei Stück. Einmal Sambac, dann Glanzstück und Kraftpaket. Wir hätten gerne das Probeset gehabt von den Haarseifen, allerdings ist das seit Monaten ausverkauft oder immer dann ausverkauft, wenn ich auf die Seite oder schaue. Oder ich, oder... Ja, na gut. Also die werden wir jetzt gerecht teilen in Stücke. Mundgerechte Stücke. Ach, deswegen hast du immer Schaum vom Mund, da ist. Und dann werden wir ausprobieren und mal irgendwann ein Update dazu geben. Wahrscheinlich beim nächsten aufgebraucht werden. Genau, aber ansonsten bin ich halt von den Haarseifen ziemlich begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Ja, und in meiner Jugend hieß es doch immer Seife in den Haaren. Davon verfilzt doch alles und ich weiß nicht was. Ja, ich weiß nicht, was die dann danach gemacht haben. Also ich werde jetzt tatsächlich mal noch den Versuch unternehmen. Ich habe ja zum Pinselwaschen habe ich ja diese stinknormale Kernseife. Ja, das habe ich versucht. Das ist nicht gut. Und das mal ausprobieren. Also das habe ich im Urlaub ausprobiert. Ja. Das war nicht schön. War nicht schön? Nee, das war nicht schön. Also hat bei mir tatsächlich zu so verklebten Haaren geführt. Okay. Also es ist verdammt schwierig, das Zeug auszuspülen. Also diese Haarseifen haben tatsächlich den Mehrwert, dass sie sich gut ausspülen lassen. Und aber bei den Pinseln geht es halt auch deswegen. Also ich werde es mal ausprobieren, mal schauen. Also ich fand es furchtbar, das habe ich tatsächlich getestet, fand ich nicht gut. Was? Aber der Trick mit dem Essig war für mich wirklich die Rettung. Mhm. Also wirklich nur einen Esslöffel, also bitte nicht mehr. Das Zeug soll nicht tatsächlich sauer sein. Ich packe mir das in so einen Messbecher, packe mir da in der Küche meinen Esslöffel Essig rein und trage das dann ins Bad und gieße mir das wirklich einfach nur. Also nachdem ich mir die Haare gewaschen habe, nehme ich diesen Becher, wo bis dahin nur der Essig drin ist, packe da warmes Wasser drauf, damit ich nicht furchtbar erschrecke mit kaltem Wasser offen. Ich habe es ausprobiert, das war nicht die bessere Idee. und gieße es mir wirklich einfach nur über den Kopf. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ich muss da nicht die einzelnen Strähnen drin baden oder wie auch immer, sondern ich schütte mir einfach so ein Eimer, also etwa ein Liter Wasser über den Kopf. Und dadurch gehen diese Seifenreste gut raus. Und hinterher, also manchmal benutze ich noch eine Haarkur, das mache ich natürlich nicht jeden Tag, dafür reicht einfach die Zeit nicht. Das dauert ja immer ewig. Hm. Ansonsten halt mein normales Haaröl, was ich nach dem Duschen sowieso benutze, um die Haare irgendwie entwirrt zu kriegen und dann mit Öl vor Hitze zu schützen. Ist da Silikon drin? In dem einen ja, in dem anderen nein. Okay. In dem von OJX ist Keratin drin. Mhm. Und in diesem einen, was wir in diesem afrikanischen Shop gekauft haben, da ist auch Silikon drin, aber das ist auch gleichzeitig ein Hitzeschutz. Von daher ist das ganz cool. Mhm. Das mache ich ganz gerne. Wie auch immer, hängt halt wieder davon ab, ob ich meine Haare glätten möchte oder nicht. Weil wenn ich an den Tagen, an denen ich mit naturgewelltem Haar rumlaufen möchte, ja, das kommt vor, benutze ich lieber Sachen ohne Silikon, weil die meine Haare sonst sehr, sehr glitschig machen. Wenn ich die Haare sowieso glätten werde, dann kann ich auch Silikon in die Haare packen und das ist auch schon wurscht. Ja. So, ich habe probiert Conditioner, festen Conditioner. Es ist der einzige, den ich bisher gefunden habe, der ist auch von Lush. Das ist eigentlich lila. Im Display sieht es gerade blau aus, mal schauen. Also, ich finde ihn schwierig in der Handhabung, weil man ihn halt auch unter der Dusche erstmal irgendwie warm kriegen muss, dann zwischen den Händen reiben und dann versuchen halt so strähnenweise das einzuarbeiten. Wenn man es nicht so fies zusammen. Wenn man es geschafft hat, ihn irgendwie zu applizieren, ist es okay. Ich weiß auch nie so genau, wann genug in den Haaren ist. Also genug im Sinne von genug, um den Effekt zu haben, den man möchte.
deswegen ist halt auch noch relativ viel davon da, weil ich dann doch eher zu anderen Produkten greife. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, ich werde es aber ausprobieren. Für den Essig habe ich inzwischen so eine Sprühflasche, das funktioniert überraschend gut. Wobei ich insgesamt den Eindruck habe, dass wenn ich den Essig verwende, den verwende ich nicht jeden Tag, weil das, dass die Haare mit Essig schneller fettig werden bei mir. Echt? Das ist total seltsam. Also wie gesagt, das ist eine sehr, sehr persönliche Sache, wie man damit, wie man das verträgt und man muss dann halt Sachen ausprobieren. Allerdings Essig hat halt einfach jeder zu Hause oder wahrscheinlich fast jeder zu Hause, so dass man das einfach mal ausprobieren kann. Wahrscheinlich auch mit Zitronensaft, wenn ihr wollt. Es braucht halt eine Säure. Ja. Wenn ihr Orangensaft euch über den Kopf schütten wollt, funktioniert das garantiert auch. Zitronensaft wäre wahrscheinlich riecht wahrscheinlich ganz lecker. Ja. Dann bin ich wieder blond. Wenn man Essig-Essenz zu Hause hat, muss man das auf jeden Fall vorher verdünnen. Ja, weil das ist konzentrierter Essig. Das bitte also auf gar keinen Fall tun. Verdünnen auf jeden Fall. Also wirklich nie pur draufschütten. Ja. Weil Essig löst Kalk. Kalk ist auch der Hauptbestandteil der Haare. Das wollt ihr nicht. Ja. Also nein, bitte nicht irgendwie pur benutzen. Ja, damit könnt ihr euer Bart putzen. Nein, bitte nicht euer Haar. Genau, also das heißt, wenn das mit dem Essig nichts dauerhaft nichts ist, werde ich mit diesem Essigwasser, was da halt in der Sprühflasche rumsteht, halt das Bad putzen. Ja, das funktioniert super. Und da es ein relativ guter Essig ist, wird das Bad auch ganz gut riechen. Das wirst du nur nicht merken. Das ist mir doch wurscht. Ich weiß dann, dass es gut riecht. Ich finde die Menge an Müll eigentlich ziemlich akzeptabel dafür, dass man dann halt, was weiß ich, ein Stück Seife oder Conditioner hat, im Gegensatz zu irgendwie dann so einer Pulle, ja, oder größer. Wobei ich nicht mengenmäßig nicht weiß, wie der Vergleich ist. Also wie lange hält mir so ein Shampoo-Bar im Vergleich zu einem regulären Shampoo? Das also bei den Seifen habe ich es ausprobiert. Ja. Also bei den Körperseifen, da benutze ich ja auch inzwischen Seife einfach. Mhm. Und zwar im Moment eine, die einfach nur geil riecht. Da ist es das Gleiche. Also von einem Stück Seife brauche ich genauso viel, brauche ich genauso lange wie eine Flasche Duschgel. Mhm. Also so diese normalen Duschgelflaschen. Wahrscheinlich kommt mir jetzt gleich Schaum aus dem Mund. Oh, Seife. Wie ist das eigentlich bei euch? Sind wir jetzt irgendwie die Letzten auf der Welt, die dieses Zeug ausprobieren? Oder habt ihr alle oder seid ihr auch noch nicht auf diesen Zug aufgesprungen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es gerade jeder macht. Also dass im Moment jeder so dieses Low-Müll oder gerade jetzt Fastenzeit, keine Ahnung. Dass ich das, weil wir jetzt mitten in der Fastenzeit oder fast schon vorbei oder wie auch immer. Ja, sie hat gerade angefangen die Woche. Sie wird aber fast fertig sein, wenn dieses Video rausgeht. Und das ist wahr. Ja. Widersprich mir nicht immer. Doch, mit Freude. Also, wie gesagt, vielleicht liegt es auch in der Fastenzeit, dass ich das Gefühl habe, dass im Moment jeder irgendwie Müll vermeiden und dieses Zeug benutzt. Oder ich habe keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, dass es gerade total in ist und ich die Letzte auf der Welt bin, die das gerade ausprobiert. Habt ihr schon? Wollt ihr noch? Benutzt ihr Bartseife, Haarseife, benutzt ihr Duschgel oder normale Seife? Wie macht ihr das eigentlich? Oder ich muss jetzt gerade an diese Curly Girl Geschichte denken, wo die Dame letztens im Supermarkt das Ausspülen vergessen hatte. Wunderbar lockige Haare, aber leider. In manchen Fällen ist es ja durchaus sinnvoll, wenn man sehr, 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 sehr trockene Haare hat. Aber das. Nein, das war einfach. Kann auch einfach zu viel werden. Also, ich benutze auch Produkte für lockige Haare, weil ich theoretisch, ihr werdet es nicht glauben, Locken habe. Ich bin im Prinzip eine von diesen Curly Girls. Da ich die Haare allerdings färbe, funktionieren diese Methoden bei mir nicht, weil ich nicht chemikalienfrei werde. Mhm. Weil, wie auch, wenn. Ja. Pink ist nicht chemikalienfrei. Allerdings funktioniert es tatsächlich relativ gut, wenn ich einige dieser Sulfat- und silikonfreien Produkte benutze. Bei den Seifen ist es ja relativ easy, da ist ganz selten irgendwas drin, was man nicht haben möchte.
dann habe ich tatsächlich schönere Wellen und definiertere Wellen und traue mich mit denen auch aus dem Haus, was ich sehr, sehr lange nicht getan habe. Ich habe jahrelang meine Haare jeden Tag geglättet. Das mache ich inzwischen nicht mehr in dem Ausmaß. Mhm. Und ja, da benutze ich auch Leave-In Conditioner, weil das einfach notwendig ist, sonst kriege ich Frizz. Gut, wie schaut es bei euch aus? Erzählt uns was. Was haben wir vergessen? Was haben wir aus eurer Sicht falsch dargestellt? Wie? Kennt ihr noch andere feste Conditioner? Oh ja, genau. Hat jemand von euch einen festen Conditioner? Weil irgendwie scheint der Markt da eigentlich nur aus Lush zu bestehen. Ja, also eigentlich ist der Markt sehr übersichtlich. Er besteht aus diesem Produkt. Zumindest laut Google. Ja. Wenn ihr was Besseres kennt, was Einfacheres, was weniger Überwindung im Einkauf bedeutet, ich kann in den Laden nicht rein. Ja, mein Gott, dann bestellt man halt, naja, was soll's. Okay. Ich bestell bei dir, weil du kannst ja da reingehen. Ja, ich kann da reingehen. Also, falls jemand bei Lush was haben möchte, aber nicht in den Laden geht und in München wohnt, ich bin geeignet, diesen Laden zu besichtigen. Oh, gut. Du hast ja auch nichts mehr. Gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.